Das ist einfach mega geil, oder? Unglaublich. Aber die da jeden auf die Beine stellen, das ist einfach geil, oder? Das ist wirklich unglaublich. Und die da hinten, ja, extra aus der Schweiz sind die gekommen. Das sind bestimmt Pride-Fans. Aber er ist auch ein super geiler Typ. Er ist echt ein geiler Typ, ne? Und ich muss sagen, ich bin schon wieder sehr gespannt, was die Fans das nächste Mal machen, ne? Wenn die da wieder zu den Playoffs jetzt im Box sind. Also wir sollten auch nicht einfach hier sitzen, sondern wir sollten mal was für die Fans machen, so Danke sagen. Ja, das klingt mega gut. Ja, aber also wie? Was hast du dir vorgestellt oder? Ich könnte hingehen und Autogramme verteilen. Das wäre wirklich keiner. Das sind Autogramme. Also bitte dich. Aber einen Song. Ich hätte einen Song. Den könnte man. Ich habe hinten im Büro meine Flöte. Definitiv nicht. Aber ja, gut. Ich finde, wir sollten was machen, worüber sich wirklich jeder freut. Also jede Person. Essen. Das wäre doch geil. Hast du nicht gerade erst drei Burger? Ja, nicht Icke, sondern im Bock. Also Uber Eats Lieferung so für alle im Bock, also für die ganzen Fans. Das wäre doch übel nice. Ja, ist ja gar nicht mal so eine dumme Idee. Das ist ja super. Und auch ihr zu Hause könnt euch Essen liefern lassen. Mit dem Code 110 gibst du Neukunden einen schönen 10 Euro Rabattcode und dann könnt ihr schön Happy Happy machen. Wir müssen eigentlich nur noch den Chef irgendwie ins Boot holen, ne? Aber könnt ihr machen. Ich mach schon mal die Fanmeile ready. Ja. Also. Den Chef in den Bock zu kriegen. Das ist wirklich nicht so schwer. Ne? Nee, das ist machbar. Das ist gar keine Kacke. Ja, das dann. Das riecht aber auch lecker. Wo ist denn der Chef jetzt? Der sollte eigentlich gleich. Ah, da hinten, da ist er schon. Da kommt er. Da. Das. Ja. Herr Präsident, hier. Hallo. Hallo? Hallo. Hier. Kommen Sie mal her. Was machen Sie denn hier? Das ist für die Fans. Ich wollte im Bock gerade Spiel gucken. Ja, und heute wird mal Danke gesagt und den Fans wird schön Essen überreicht. Nee, also ich wollte jetzt eigentlich nur im Bock gehen, um hier mit Uli in Weizen ja, zu das machen wir danach, ne? Das ist doch schön. Gucken Sie mal, hier schön frische Pizza. Das ist super. Und damit gehen wir jetzt rein. Ja? Ja. Na los, gehen ja, wir mal. Dann, na dann, gehen aber wir auch. Mal rein, ne? Ja. Für die Jungs. Ja. Pizza! Pizza! Nur bitte für den Jungs. Super! Kevin, ist da auch Spinat, Pizza? Bestimmt, ja, Spinat auch, ja. Gut, dann komm. Und ein Weizen? Weizen ist voll. Wo die Havelkreuz die Spree von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir.